Normalerweise, wenn ich nach einer Veranstaltung von 3 Tagen ein Closing moderiere, dann stehe ich hier sehr erschöpft und ich versuche noch mit dem letzten Quäntchen Energie so zu tun, als hätte ich Energie und wäre voller Freude. Und heute muss ich sagen, es fällt mir einfach und das passiert sehr selten, dass ich wirklich nach 3 Tagen Event mich frisch fühle, inspiriert und voller Tatendrang. Und vielleicht macht das genau den Unterschied. Was ein Festival eben von einer Konferenz unterscheidet, das hatte ich am Anfang bei der Eröffnung gesagt, ja, ist ein Festival. Es kommt mit einer großen Portion Freude, mit einer großen Portion Kreativität, mit einer großen Portion Gemeinschaft. Und ich glaube, das könnte der Faktor gewesen sein, warum ich jetzt eigentlich das Gefühl habe, all diesen Input in einen Blogartikel verarbeiten zu müssen oder hier jemanden noch zu connecten. Und ich hoffe, dass es Ihnen genauso geht. Denn das ist der Sinn, weshalb wir hier zusammengekommen sind, dass Sie nach dem Festival loslegen, dass Sie das alles, was Sie hier mitgenommen haben, an Input, an Gedanken, an neuen Ideen umsetzen können in der Praxis und wahr werden lassen können. Ja, und bevor wir Sie auf diese Reise schicken, wollen wir uns natürlich noch gebührend verabschieden. Sie haben zwar mein Gesicht auf der Mainstage am meisten gesehen, aber das ist nur zustande gekommen, weil sehr, sehr viele Gesichter dahinter stehen. Eins davon ist natürlich Sebastian Horndasch, der Festivalleiter, der neben mir steht. Er hat aber natürlich noch viel, viel mehr Personen im Hintergrund. Sebastian, wie stehst du hier heute? Ich stehe hier mit ganz vielen Menschen. Also, und zwar stehe ich hier mit dem ganzen Team, was hier vor Ort ist. Das ist das Festival-Team, was seit Monaten, was ein Jahr lang teilweise an diesem Festival gearbeitet hat. Das sind aber auch die ganzen Menschen, die im Hochschulforum Digitalisierung arbeiten, die für den KI-Campus arbeiten, die für die Stiftung Innovation der Hochschullehrer arbeiten, die dieses Festival unterstützt haben. Und diesen Leuten möchte ich gerne danken. Und deswegen würde ich gerne einfach mal zeigen, wer das alles ist. Das ist einmal hier auf der Bühne um mich herum. Das sind die Leute, die gerade noch hier dabei sind, die alle ihre Rollen bei der ganzen Geschichte haben, aber auch ganz, ganz wichtig an den Computern, die Leute, die moderieren im Zoom-Raum, würde ich gerne auch nochmal zeigen, denn es ist eben nicht nur diese Mannschaft hier, sondern die ganzen Leute auf Zoom, die gerade jetzt alles moderiert haben. So, ihr seid zu sehen im Bild. Genau. Tatsächlich, wir hatten ganz viele Räume heute, 10 Räume gleichzeitig immer bespielt. Die wurden moderiert von Leuten aus dem Team. Die haben sich freiwillig gemeldet. Ganz, ganz lieben Dank euch. Lieben Dank an alle hier. Sebastian, wie geht es denn eigentlich weiter? Ich habe gesagt, eigentlich war ja das Ziel und Zweck, jetzt loszulegen. Mit was legt ihr los? Und welche nächsten Anknüpfungspunkte gibt es, um mit wieder was gemeinsam machen zu können? Es gibt natürlich ganz viele Anknüpfungspunkte. Also das Wichtigste ist, bleiben Sie bei uns dabei. Registrieren Sie sich für HFD.net, registrieren Sie sich für unseren Newsletter, registrieren Sie sich übrigens auch für den Newsletter der Stiftung Innovation der Hochschullehre, der ist nämlich auch sehr, sehr spannend von unseren Partnern. Seien Sie beim KI-Campus dabei, die ein wirklich großartiges Bildungsangebot haben. Und das gilt auch für unsere ganzen anderen vielen Partner, ich kann die nicht alle nennen jetzt. Das heißt, bleiben Sie am Ball, wir haben da ganz viele Möglichkeiten, wie Sie sich bei uns engagieren können. Und das Erste ist wirklich die Anmeldung bei HFD.net. Da sind Sie dann auf unserer internen Kommunikationsplattform und können immer die ganze Zeit mitsprechen und mitdiskutieren. Es war wahnsinnig viel geboten. Auch heute nochmal 44 Workshops. Das alles ist, glaube ich, teilweise schon auf der Plattform gelandet und dann aber später auch nochmal auf YouTube. Richtig, also wir haben fast alles aufgezeichnet, die Workshops haben wir nur auf Nachfrage der Workshopgebenden aufgezeichnet, alle anderen Dinge, alle Vorträge, Keynotes sind aufgezeichnet, die sind jetzt größtenteils auf der Plattform im Bereich On Demand abrufbar, ein paar Sachen müssen wir noch raufstellen und wir werden dann im Laufe der nächsten Woche auch alles auf YouTube stellen und natürlich unter freier Lizenz. Genau, YouTube eben heißt, das heißt, kann ich wirklich dann noch mit anderen Menschen angucken, kann ich teilen, kann ich weitergeben. Richtig. Kann ich zu einladen, wenn ich selber gesprochen habe, genau. Weiterverwenden. Großartig. Ja, es ist Donnerstagnachmittag, das heißt, wir haben noch einen Tag diese Woche, wo wir loslegen können. Daher würde ich sagen, dass wir jetzt alle hier in den Nachmittag frisch entlassen. Ruhen Sie sich aus, gönnen Sie sich was und ich hoffe, dass Sie morgen dann schon die ersten Schritte gehen, morgen anfangen und den Grundstein legen, den Sie beitragen zu können zu der Blended University der Zukunft. Viel Freude dabei!